Das Erste, was ich jetzt mal tun muss, ist mich bei euch entschuldigen, denn ich habe, nachdem ich jetzt die Filme bearbeitet habe, das ist jetzt ein Tag später, gemerkt, dass irgendjemand aus meiner Familie, ich möchte da auch gar nicht meinen Bruder angucken, irgendwie wahrscheinlich seine Fettfinger auf dieser Linse, dieser Kamera hier hatte und deshalb von euch aus gesehen unten links immer so ein kleiner verschwommener Fleck ist und auch das gesamte Bild so ein bisschen verschwommen war. Ich habe das Ganze jetzt mal mit Aceton gereinigt und ja, jetzt drehen wir wirklich wieder in HD und nicht in HD mit Fettfilm, ne? Weiter geht's mit dem zweiten Wurf ab. Der Bogen hat jetzt ein gutes Dickenprofil erreicht und das, was ich jetzt im nächsten Schritt tun werde, ist die Wurfarme noch weiter zu verjüngen hier, also die Tipps schon ziemlich nah an ihre Endgröße dran zu bringen, ja, vielleicht so 1 cm groß noch. Ja, also wie gesagt, das wird der nächste Schritt sein und danach werde ich hier die Rinde entfernen. Die Ja gut, man könnte sie drauf lassen, aber in diesem Fall möchte ich sie ganz gerne runternehmen. Ja. Die Wurfarme sind jetzt einigermaßen auf Breite gebracht. Hier oben, ja gut, ist ein bisschen mehr als noch 1 cm. Da werde ich später noch ein bisschen nacharbeiten. Ich kümmere mich jetzt als Erstes hier um die Rinde und dann werde ich noch den Griff ein bisschen schöner machen. Das ist mir jetzt noch so ein bisschen zu kantig. Ich möchte hier die Übergänge ein bisschen fließender gestalten hier und dass sie ganz einfach besser ja, in den Wurfarm selber übergehen. Ja. Bevor ich jetzt den Griff weiter bearbeite, werde ich mich trotzdem noch mal hier dem Bogenrücken widmen und dass die Crowning ungefähr bis hier hochziehen, weil der biegende Bereich soll schon relativ griffnah anfangen. Ist ja ein Flachbogen Pyramidal Design und ja, deshalb wäre das ein bisschen blöd, wenn das die Crowning erst mitten im Fadeout anfangen würde hier. Als nächstes ist jetzt wie gesagt der Griff dran, der soll noch so ein bisschen aufgeschönt werden hier an diesen Übergängen und da werden wir mal sehen, wie wir da weiterkommen.
das soll natürlich noch ein bisschen schöner aussehen. Deshalb gehen wir noch mit der Feile drüber. Das nächste, was ich vorhabe, ist am Bogenrücken etwas weiter zu arbeiten, und zwar den Bogenrücken an den Kanten hier abzurunden. Der ist jetzt noch zu eckig, finde ich. Außerdem sieht man hier noch ein paar Wurmfraßstellen, und ja, die sollen beseitigt werden. Deshalb werde ich jetzt als erstes wahrscheinlich mit dem Ziehmesser oder mit der Raspel, mal sehen, muss ich noch gucken, die Seiten hier so ein bisschen brechen, die Kanten brechen, und ja, das mal an beiden Wurfarmen, und dann kann man eigentlich schon überlegen, ob man so leicht mit dem Bodenteller anfängt. Die richtige Dicke dafür hätte er. Und ja, dann werden wir mal weitersehen.